Was droht mir, wenn ich unter Quarantäne stehe und dagegen verstoße? Das fragen sich zurzeit wohl einige Leute, jedenfalls fragen viele uns das. Denn natürlich, klar, es gibt immer mehr Infizierte und die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht immer irgendwann unter Quarantäne steht, die steigt damit natürlich. Aber ich kann direkt sagen, gegen Auflagen der Quarantäne zu verstoßen, ist keine gute Idee. Tatsächlich ist das sogar eine Straftat. Ja, ihr müsst jetzt nicht ins StGB, ins sogenannte Strafgesetzbuch gucken, sondern das Ganze regelt mal wieder das Infektionsschutzgesetz, also ein Gesetz, was Berühmtheit erlangt hat, womit es wahrscheinlich so nie gerechnet hat. Aber im Infektionsschutzgesetz ist auch geregelt, dass man eben Quarantäneauflagen einhalten muss. Und da ist auch geregelt, dass wenn man sich nicht daran hält, dass das Ganze strafbar ist. Und auch der Strafrahmen ist da geregelt. Und jetzt seid ihr bestimmt ziemlich überrascht, der ist ganz schön heftig. Nämlich, es droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Also das ist kein Kavaliersdelikt. Deshalb, wenn ihr unter Quarantäne steht, dann haltet euch da auch dran, sonst kann es mächtig Ärger geben. Das sozusagen zu dieser Frage, aber vielleicht hast du persönlich ja noch ganz andere Fragen und wir freuen uns ehrlich auf deine Fragen, also schreib sie einfach unter die Kommentare, wir sind ganz gespannt, was du dich wohl fragst und wir versuchen natürlich auch ganz schnell dazu ein Video zu machen. Normalerweise brauchen wir so 1 bis 3 Tage, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, ist halt viel zu tun, aber wir sind ganz interessiert und wir werden dir möglichst schnell deine rechtliche Lösung präsentieren.